willkommen auf meinem Kanal, natürlich Hannah, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Diary von mir. Ach ja, es ist 5.03 Uhr, ich habe mir ein Joghurt mit Müsli, nehme ich mir mit zur Arbeit, einen Apfel, eine Kiwi und so ein Bounty Proteinriegel, die ich damals gekauft habe. Das Video kann ich euch hier oben verlinken, wo ich euch die ganzen Proteinriegel gezeigt habe. Ja, was soll ich zu denen sagen? Sie schmecken teilweise gut, teilweise schmecken sie aber auch richtig, richtig nicht gut, sage ich mal. Manche haben so den krassen Proteinriegelgeschmack, den ich überhaupt nicht mag, und dieses Schwammige. Und ja, es gibt ja diese Snickers, Milky Way, Mars, Bounty, wie auch immer sie alle heißen. Also da habe ich auch schon einen gehabt, und zwar den Milky Way Riegel. Also ich weiß nicht, was das mit Milky Way zu tun hat. Warum macht man sowas? Da war innen eher eine Schokofüllung anstatt so eine weiche Milchcreme-Füllung. Also ich verstehe das nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die von, ich weiß jetzt nicht von welchen Firma oder zu welcher Firma Milky Way gehört. Ich glaube auch nicht, dass die von denen produziert wird. Wirklich, ich verstehe nicht, wieso man sowas macht. Klar macht dieser Proteinriegel ein bisschen mehr satt, hat ein bisschen mehr Proteine, also ja, kann man mal essen sowas, aber ich weiß nicht, wenn man einen Milky Way Proteinriegel macht, dann möchte ich auch, dass der nach Milky Way, also größtenteils nach Milky Way schmeckt und nicht ja, irgendwie nach Schokoriegel. Verstehe ich gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall schon einen Favorit von diesen kleinen 20 Proteinriegel, die ich gekauft habe, zeige ich euch dann mal, wenn ich alle aufgegessen habe. Genau, ich habe mir jetzt heute nicht mal einen Kaffee gemacht, weil ich gar keinen Bock drauf hatte. Und ja, werde jetzt hier ein bisschen Instagram gleich machen und dann werde ich auf die Arbeit gehen. So, ich bin jetzt zu Hause und habe mir überlegt, dass ich mir nachher wahrscheinlich einen leckeren Salat mache, und zwar Salat aus dem Garten. Lecker, lecker. Vor allem mit frischen Tomaten, ein paar Paprika habe ich, so kleine Runde. Und vielleicht hole ich mir noch Karotten, aber ich hasse Karotten auszugraben, wirklich. Ich habe doch heute diesen Bounty High Protein Riegel mitgenommen. Ich muss sagen, er schmeckt gar nicht mal so schlecht, und mit viel Fantasie könnte man meinen, es ist ein Bounty. Es ist auf jeden Fall viel, viel härter. Da ist jetzt noch ein halber drin, weil ich ja diesen Nusszopf heute gegessen habe von meinem Arbeitskollegen, der ja heute den letzten Tag hat, bevor er in die Ruhephase geht. Genau. Und deswegen habe ich hier nur einen halben gegessen, weil ich ihn unbedingt probieren musste. Und er war im Kühlschrank. Also er war leider sehr, sehr hart. Aber ich denke, die schmecken einfach nur kalt. Genau. Aber er war jetzt nicht schlecht. Allerdings, mein Favorit von den ganzen Riegeln ist bis jetzt dieser M&M Proteinriegel. Und zwar, weil da wirklich M&Ms drin waren. So kleine Runde. Und der war wirklich, wirklich ultra, ultra lecker. Also das ist bis jetzt der einzigste, den ich mir wiederholen würde, wenn ich wieder dort bestellen würde. So, hier im Freibad, mega, mega schön. Vielen lieben Dank übrigens für die ganz, ganz lieben Kommentare zu meinem letzten Video. Es war wirklich sehr, sehr schön und hat mich sehr gefreut. Es wird auf jeden Fall bei einem Kanal bleiben. Ich werde keinen zweiten bzw. dritten Kanal aufmachen. Das haben einfach zu viele geschrieben, deswegen ja, bleibt es so. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen chillen und dann wird es was Leckeres zu essen geben, aber keinen selbstgemachten Salat, sondern irgendwas anderes. Wir gehen irgendwo essen. So, da ist ich wieder zu Hause. Total platt, die Sonne hat mich jetzt doch ein bisschen mitgenommen. Aber wir waren jetzt noch lecker essen und im Salat bin ich auf jeden Fall trotzdem treu geblieben. Oh mein Gott, das war so lecker. Wenn ihr mal hier in der Gegend seid, geht unbedingt zum Adler in Utzmemmingen. Lecker. Unfassbar lecker, dieses Sorbet-Eis. Das war einfach nur, das hat so lecker nach Erdbeere geschmeckt, wie wenn ich in eine Erdbeere reinbeißen würde, wirklich. Also ja, ein toller Landgasthof auf jeden Fall.
Genau, und meinen Salat mache ich ja dann einfach morgen. Morgen bin ich nämlich noch zu Hause. Am Samstag werden wir sehen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Genau. Und bis morgen. Hallo und herzlich willkommen an Tag 2. Mein Kaffee ist hier gemacht. Ich esse jetzt hier eine Banane, die ist noch von gestern. Die hatte ich dabei im Freibad und habe sie nicht gegessen, weil ich so Hunger habe. Warum? I don't know, kann ich gar nicht sagen. Aber die werde ich jetzt essen hier, damit ich wenigstens ein bisschen was im Magen habe und nicht bis 9 Uhr hungern muss. Genau, und jetzt genieße ich meinen Kaffee und dann werde ich ab auf die Arbeit gehen. Freitag ist heute übrigens. Juhu, freue mich. Wochenende. So, leider kommt wieder alles anders als geplant. Ich wäre morgen nämlich klettern gegangen nach Österreich. Aber das Wetter dort macht uns einen Strich durch die Rechnung, weshalb wir jetzt zu Hause bleiben vielleicht. Denn ich überlege dann morgen spontan einfach irgendwo hinzufahren. Ich habe auch schon eine Idee. Ihr werdet es dann auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn das klappen würde. Ja, kommt auf das Wetter drauf an. Aber drückt mir die Daumen, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist eh schon rum. Aber ich drücke mir jetzt die Daumen, dass morgen schönes Wetter wird. Und ich werde jetzt ein bisschen arbeiten und dann werde ich mir einen leckeren Salat machen. Ich esse gerade irgendwie jeden Tag Salat. Aber ich liebe es einfach. Ich überlege nur noch mit Grillkäse oder soll ich mir ein paar Kartoffeln machen? Schwierige Entscheidung. Naja, ich arbeite jetzt erstmal ein bisschen und dann schauen wir weiter. Ach, übrigens, ich habe gegessen. Ich will euch hier ja nichts vorenthalten. Einmal solche komische sauren Würmchen. Hier so eine kleine Packung und hier waren so Truppi-Frutti drin. Die habe ich übrigens bekommen, als ich ein Paket bekommen habe von der lieben Bella. Ich kann euch den Kanal mal unten verlinken in der Infobox. Ist eine ganz, ganz liebe. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und genau. So, bei mir sieht es mega unordentlich aus auf meinem Esstisch, weswegen ich jetzt hier im Wohnzimmer sitze und diesen geilen Salat genieße. Und hört mal, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber diese Kartoffeln sind so knusprig. Und ich verrate euch, die Geheimzutat ist etwas Stärke. Unbedingt, wenn ihr Ofenkartoffeln macht, macht einen kleinen Löffel Stärke mit dazu, mischt das mit Öl ein bisschen durch und sie werden mega knusprig, sage ich euch. Den werde ich jetzt auf jeden Fall genießen. Ich habe mega Hunger. Fast so lecker wie der gestern. Oh Gott, den von gestern übertrifft, glaubt keiner. So, noch einen kleinen Produkttest. Und zwar habe ich jetzt doch noch Hunger. Also Hunger nicht, aber ich brauche jetzt was Süßes und habe mir diesen Hey Crispy Proteinbar Caramel Peanut von meiner Proteinriegelbestellung rausgesucht und den testen wir jetzt einfach mal. Der hat auf einen Riegel 172 Kalorien, was eigentlich völlig okay ist, weil ganz viele Riegel haben alle über 200 Kalorien und der hat pro Riegel 12,6 Gramm Eiweiß. So. Oh mein Gott, riechen tut der mega lecker. Er
ist ein bisschen weich, aber das liegt eher darin, dass er nicht im Kühlschrank lag, sondern in der Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der kalt viel, viel besser schmeckt. Also muss ich sagen, dieser Crispy Caramel Peanut kann man auf jeden Fall essen. Schmeckt gut. Genieße ich jetzt noch voll. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt fast 19:30, 10 Minuten noch. Das Wetter spielt leider nicht so mit. Aber ich glaube, ich fahre trotzdem. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen, wo ich lande. Oh mein Gott, ich freue mich. Obwohl das Wetter nicht so toll ist, aber naja. Es soll auch ein bisschen winden, aber es soll nicht regnen und das ist das Wichtigste. Ich trinke jetzt hier auf jeden Fall meinen Kaffee aus und dann werde ich mich richten. Dann gehe ich los, hole zwei Butterbrezeln für meinen Freund und für mich und dann ja, geht's los. Geht's los! Ich freue mich so, ich freue mich so! Ich bin jetzt wieder zu Hause. Oh mein Gott, es war einfach so ein perfekter Tag, aber ich bin jetzt doch ganz schön müde geworden, weil bei der Heimfahrt 2 Stunden so gegen die Sonne fahren ist doch ein bisschen anstrengend gewesen. Ja, aber wie schon gesagt, der Tag war einfach nur perfekt und ich habe doch ein bisschen geschlemmt heute. Also muss ich schon sagen, wird sich morgen auf jeden Fall auf der Waage bemerkbar machen, aber... Wenn ihr nach so einem Schlimmertag auf die Waage steht, dann habt ihr meistens mehr auf der Waage. Was nicht gleich bedeutet, dass das ja, Fett ist, was ihr zugenommen habt. Nein, hauptsächlich ist es nach so einem Schlimmertag Wasser, das der Körper einlagert. Genau, und deswegen wiegt ihr einfach ein bisschen mehr. Allerdings solltet ihr euch auch schon gar nicht täglich wiegen. Das ist ja sowieso was man nicht machen sollte. Das Spiegelbild ist viel, viel wichtiger wie irgendeine Zahl auf der Waage. Aber das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil sich doch viele Leute täglich wiegen und deswegen, ja, sei mal nur so gesagt.
Wenn man dann nach so einem Schlemmertag wieder normal ist, also gesund und ausgewogen, so wie immer, dann ja, sind die Wassereinlagerungen auf jeden Fall sehr, sehr schnell wieder weg. Also von dem her, braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr mal aus der Reihe tanzt, dann ist es einfach so. Fangt am nächsten Tag einfach wieder ganz normal an, so wie immer zu essen. Und dann purzeln die Pfunde sowieso wieder von alleine. Genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall Fußball schauen. Heute ist Supercup und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ciao.